Ja, das wird definitiv nicht einfach. Aber wir haben da einen Helden. Ah, das ist der Kreischi. Wie heißt der? Morodmir? Wir haben den Kreischi. So, Nazgul. Inwiefern der uns jetzt wirklich hilft, weiß ich natürlich nicht. Allerdings kann ich eventuell, wenn ich es klug anstelle. Ah, es kommt jetzt echt drauf an, wo wir spawnen, wo die Gegner sind. Ich meine, ich habe den Düsterwald-Schommel geschafft, das war sauknapp. Jetzt hoffe ich mal, dass das diesmal besser läuft. Wir haben einen Haufen Katapulte und Trolle, da muss doch was gehen, Jungs. Ja, du fliegst einfach mal solo und nimmst uns hier die Vorposten ein. Weil das ist etwas, was ich definitiv brauchen kann. Nee, lass die Spinnen Spinnen sein, kümmert sich jemand anders drum, wir haben Orks. Die machen das. So. Den Vorposten, den können wir nämlich einnehmen. So. Erstmal brennt der ganze Düsterwald. Oh, die reiten da durch, als wäre es nix. Das Feuer, ey, das Feuer. Da brennt ja echt alles, oh mein Gott. Oh Gott, das rumst und macht und oh Gott. So, dann brauche ich auf jeden Fall mal einen Trollkäfig und eine Orkgrube. Ja, das hat sich gelohnt, dem hinterher zu rennen. Okay, der wird dann noch ein ganzes Stückchen lang brauchen. Trolle. Die helfen aber. Katapulte. Ich muss halt schauen, dass ich jetzt sehr schnell Gebäude baue, wo ich ausbilden kann, weil ich habe schon wieder so viel verloren. Ja, die Spinnen, die können nichts. Aha! Oh, der hat unsichtbare Einheiten gehabt. So. Orkgrube ist fertig. Und Schlachthaus sowie Trollkäfig sind fertig. Okay. Na gut, warte. Ah, das Gebäude gehört mir. Sehr schön. Gut. Dann kann man da runter gehen. Der macht es, hoffe ich mal. Dann können wir hier ausbilden. Dann bauen wir noch hier ein Schlachthaus. Der baut noch ein Schlachthaus. Und der geht nochmal zurück und baut nochmal eine Orkgrube. Weil die werde ich mit Sicherheit brauchen. Wo ist denn hier mein Trollkäfig? Der ist da hinten. Schlecht platziert. Schlecht platziert, aber okay. Wir haben noch den Troll. Das Katapult? Ja, okay. Was haben wir hier noch? Da sind noch ein paar Katapulte übrig. Ein Tröllchen haben wir auch noch. Katapulte können Schätze einsammeln. Gut zu wissen. Wo ist der Gegner? Da ist der Gegner. Dann macht's hier mal. So, den da, den da, den da, den da. Weiter aufbauen. Dann können wir das Teil wieder einnehmen. Da ist ein Gehöft, das können wir zerstören. Das Auge geht noch ein bisschen spionieren. Das Sägewerk kann ich, glaube ich, halten. Brauche ich aber 4 neue Arbeiter, sonst ist es ziemlich nutzlos. Achso, ich bin auf der linken Seite der Karte. Orkgrube. Dann machen wir hier noch sowas. Sehr schön, jetzt gibt's Kampftrolle. Ich glaube, ich baue noch ein Sägewerk. Wo ist denn unser Gegner? Ja, stinkende Arbeiter. Oh, hier, aber da haben wir einen Troll. Wir regeln das. Da werden wir angegriffen, das passt. Oh, warte mal. Oh, jetzt habe ich zu viele Arbeiter hier. Ja, okay. Besser so als andersrum. Ich weiß halt nicht, ob es reicht.
dieses Mal, wenn ich den Gegner einfach zuflute mit meinen Einheiten. Für gewöhnlich hat das immer gut funktioniert. Bin mir jetzt aber diesmal nicht so sicher. Oh ja, sind die ausgerüstet? Ja, das sieht nicht so aus. Ja, ich sehe schon. Schlachthäuser. Sind sehr beliebt beim Gegner. Ich muss halt unbedingt die Vorposten behalten. Die brauche ich. Brauche die Kohle. Damit ich regelmäßig Trolle und Zeugs ausbilden kann. Und Katapulte und Zeugs. Und bald irgendwann sollte ich eine Festung bauen. Das wird das nächste. Irgendwann werde ich eine Festung brauchen. Oh, warte mal. Schafft der? Ne, den Gork, den schafft er nicht. Oder? Ne. Okay. Da ist ein Theorem. Okay, dann bauen wir hier noch eine Orkgrube. Obwohl, ich sollte das vielleicht zentral... Ja, scheiße. Da irgendwo da hinten war ein Trollkäfig. Die haben ja schon wieder hier ein Dingsbums zerstört, ein Schlachthaus. Der ist so schwach, der Mordok mir mit seiner blöden Morgul-Klinge gegen Gebäude macht er mal gar keinen Schaden. Das ist das nächste, was ich einnehmen werde. Oh, hier hat's Spinnen. Dann bauen wir hier ein Türmchen. Na jetzt aber. Oh oh, nicht gut. Dann rennen wir noch dahin. Was haben die denn? K. Also K ist echt ein schlechter Hotkey, weil da komme ich nie hin. Das kann ich voll vergessen. Oh, warte mal, Spinne. Die können jetzt mir. Nicht, dass ich die brauchen würde, aber... Naja, wenn sie mir gehören, machen sie keinen Stress. Ist nicht schlecht. Oh, der hat einen Baumeister zerstört. Das ist gut. Und nach dem Gehöft kann er hochgehen. Okay. Okay, das war jetzt vielleicht verschwendet. Okay, er hat seinen Schlachtruf auch verschwendet, dann ist es ziemlich even. Ja gut, wir bauen uns halt weiter auf, ne? Irgendwo da hinten habe ich eine neue Orkgrube gebaut. Da könnte ich noch einen Trollkäfig hinklatschen. Also an Produktionskraft mangelt es mir nicht. Ich habe genug Gebäude, um produzieren zu können, wenn ich nicht am Limit wäre. Ah, dann nehmen wir das Haus wieder ein. Der fliegt rüber. Da hat es noch einen Gegner. Das gefällt mir eigentlich nicht. Was macht er denn da jetzt? Okay, das muss ich jetzt nicht verstehen, aber es soll mir recht sein. Okay, du landest dort unten. Gut, die stellen jetzt kein Problem für mich dar. Ich werde aber wirklich bald eine Festung brauchen, weil... Ganz simpler Grund, ich bin jetzt so weit weg, also ich bin ja schon so weit expandiert, dass wenn ich einen Baumeister verliere, das natürlich... Also es ist ja wahrscheinlich, einen Baumeister zu verlieren, sag mal so. Das ist extrem uncool, dafür sollte ich eine Festung bauen, damit ich die... ersetzen kann, sollte ich dumm genug sein oder unvorsichtig genug, einen zu verlieren. Ich glaube aber, das sieht ganz gut aus, soweit. Der scheint mir nichts entgegensetzen zu können. Okay, dann bauen wir hier eine Festung hin. Die Musik ist auch extrem geil. So, das Auge. Was ist denn da oben noch? Hier oben machen sie irgendwie Stress. Achso, sind nur so ein paar Elben. Das Problem ist, ah ja, hier hat er was. Okay. Das Auge sollte da mal hinschauen, weil ich kann jetzt nicht. Balrog. Ja, bald werde ich den Balrog rufen können. Und dann tut es mir echt nicht leid für meine Gegner, aber die werden in den Flammen. Flamme von Udun.
Ich glaube, der Balrog war die Flamme von Udun. Untergehen. Aha. Troll. Der Typ. Wächter. Wo ist der denn? Ach komm. Das wirst du ja wohl hinkriegen, oder? Ist ja peinlich hier. Okay. Gut, mit der Barrikade. Das Nette ist, die Barrikade ist jetzt hier in der Nähe vom Vorposten. Das sollte mir definitiv zugute kommen. Und Gorkli oder Gorkil oder wie auch immer der heißt, ist tot. Ein Spinnennest. Das kann ich mir auch bald zu eigen machen. Oh, ja, okay. Da zu bauen ist vielleicht nicht so gut. Dann bauen wir hier erstmal ein Türmchen. Bau auf. Dann machen wir jetzt mal die Dunkelheit. Und dann legt man hier los. Aha, da hat es einen bösen Baumeister. Das Gebäude wurde eingenommen. Nö, das hole ich mir wieder. So, die Dunkelheit kommt mir natürlich extremst gelegen. Boromir! Sorry, aber das schaffst du allein nicht, auch wenn da hinten noch irgendwas rumballert, aber... Weißt was? Du fliegst jetzt mal weg. So. Dann bauen wir hier eine Festung. Als Beweis unserer Macht. So. Da hinten werde ich nochmal irgendwann eine Festung bauen. Ganz mit Sicherheit. Gehört's uns? Ja, dann bauen wir es wieder auf, nachdem es zerstört wurde. Weil das ist definitiv eine lohnende Investition. Okay, im Gebirge kann ich keine Schlachthäuser bauen. Wo ist dieser Gollum? Ach, braucht doch kein Mensch. Braucht jetzt den Ring, sorry. Ah, hier Dunkelheit, Auge. Oh, warte, Auge. Der Balrog wird gleich fertig. Wo ist denn der Morognir? Ist es der überhaupt? Was ist das denn hier? Ach, Grabenholder. Ich dachte schon, jetzt ruft er irgendwelche Feen oder so. Hat sich so angehört. Okay, nein, es sind aber Grabenholde. Was wurde denn hier zerstört? Ja, irgendwas wurde zerstört. Bauen wir wieder auf. Ja, dann können wir jetzt hier das Teil bauen. Ich sehe schon gar nichts mehr, weil es so dunkel ist. Ach, komm schon. Ist doch easy. Wie, wir können nicht gewinnen? Wir sind immer noch Max. Das ist easy going, Jungs. Wir können nicht gewinnen, lol. Was sagen die für Müll? Haben die mir hier vorne zufälligerweise... Ah! Okay, die haben hier vorne eine ganze Menge Zeugs zerstört. Oh, jetzt da. Nein, der Baldock ist weg. Nein. Nein. So. Oh, Wams. Bumm. So, das erste, was du machst, ist Feuer speien. Na komm, spei deine Flammen. Wir wollen eine Festung bauen. Das ist teuer. Das könnt ihr voll vergessen. Na also. Hier, hau den Baumeister weg. Auf Wiedersehen. Oh, und zack. So, dann kann es dahin gehen. Dann bild mal hier wieder aus. Wo ist denn mein Kampftrollteil? Irgendwo da. Okay. Und ja, die haben hier eine Menge zerstört. So, Peitsche. Das Spinnennest, das gehört jetzt auch mir. Ach, das ist doch ganz einfach. Bombs! Bombs! Oh. Was geht denn hier jetzt ab? Ah, die haben das doch nicht zerstört. Upsi, ich habe nur falsch geguckt. Ja, okay, ich bin blöd. Alles klar. Ja, komm. Zack. Bombs. Das geht, das geht, das geht. Das Anzünden kostet viel Zeit. Nochmal und dann die Peitsche. Und jetzt noch die Peitsche. Komm schon. Und zack. Ah, oh, schön gemacht, Balrog. So, und jetzt haben sie noch, jetzt haben wir, jetzt sind es noch zwei Gegner, das ist geschenkt.
Bauen wir nochmal ein Sägewerk. Jetzt habe ich so viel Zeugs gebaut. Total useless, bro, ja, alles gar nicht. So, der Kamul lebt noch. Der Modokmir. Wo ist der überhaupt? Schild. Das könnte ich einnehmen. Das Teil gehört noch mir, das ist sehr gut. Und. Ah ne, das brauche ich gar nicht ausbauen. Boosten kann ich noch was. Sehr schön. Dann baue ich jetzt die Morgul-Hexerei und anschließend den Turm von Gorgoroth. Und dann kann ich Feuerbälle schmeißen, beziehungsweise einen Feuerball. Alle 2 Minuten oder so, ich weiß nicht. Also gigantisch gut ist nicht, aber ja, macht schon was. Einmal habe ich ein Spiel gespielt, da hatte ich dann 6 Festungen. Und alle hatten diesen Feuerball und das war so geil. Weil ich habe halt in dem Land keine Helden und nichts ausbilden können. Mein Gegner war aber so passiv, dass der hat halt sich zugebunkert mit einer Festung, Dreifachwall, als Mensch halt. Und hat dann nur auf Reiter und Brunnen gespielt und Eomer und Zeugs. War halt sehr passiv. Ich glaube auf Keandros war das. Dann habe ich so viele Türme, Zeugs gebaut. Der hat es nicht geschafft, mich zu besiegen, weil ich halt, er war halt zu passiv. Und ja, mit 6 Feuerbällen und die Festungen alles voll ausgerüstet. Ging nix, hat er nicht hingekriegt. Ja, ich brauche Rohstoffe. Guys, gibt's mir Rohstoffe? Da hinten könnte ich noch einen Troll bauen. Ja, jetzt übergibt das meiner grenzenlosen Macht. Krieg halt keine Trolle mehr. Wo ist denn der überhaupt? Der könnte mal fliegen. Ja, ist egal, der ist tot. Das war mal ein Schlechtchen. Nicht schlecht. Aber wir haben es geschafft. 4 Gegner, easy going. Gut, wir hatten noch 720 Kommandeurspunkte. Anders wäre das nicht, hätte das nicht funktioniert. Bom, 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 bom. Zusätzliche Rohstoffe zu Beginn der Schlacht. Ich liebe es. Ah, schaut's mal, wir haben schon fast gewonnen. Ich meine, Dol Guldur ist abgeschnitten vom Gegner. Das schaut gigantisch gut aus. Dol Guldur ist jetzt alleine. Da sind zwar sehr viele Einheiten drin, aber die kann ich mir zum Schluss holen. Rohan darf ich wahrscheinlich immer noch nicht angreifen, weil sonst das Spiel wieder abstürzt. Yay. Ist halt so schade, dass das so verbuggt ist, das Game, aber macht ja nichts. Wir wissen, dass wir gewonnen haben. Sobald nur noch Rohan, Dingsbums steht hier, Fangorn und Gubas. So. Also viel mit Truppenbewegungen brauche ich gar nicht mehr machen. Denn ich greife hier an. Ich greife dort an. Ich habe hier den noch. Den schicke ich hier hoch. Obwohl, nein, ich zerstöre jetzt Dol Guldur. Ah, ich glaube aber nicht, dass ich das schaffe. Lass mich mal die Truppen hier ein bisschen optimieren. Okay, warte. Morokmir tauscht. So, jetzt habe ich hier einen Helden dabei. Das ist wichtig, den brauche ich auch. Ich habe hier 6 Katapulte. Ich glaube, 4 wären genug. Jetzt tauschen wir gegen einen Kampftroll. Dann tauschen wir gegen noch einen Kampftroll. Und die Leute tausche ich aus. Ah, ne, warte. Die gegen die. Ah, darf ich gar nicht. Dann muss ich noch was tauschen. Das geht. Okay. Gut, damit müsste ich okay ausgerüstet sein. Theoretisch. Ist hier voll? Na, noch lange nicht. Halleluja. Ja, schmeiß mal. Genau. Wumms. Nach vorne. Okay, hier stehe ich komplett safe. Da kann er nur ausbilden. Das ist gewonnen. Der Rothornpass. Oh. Hole ich mir später irgendwann. So, Safety geht vor, nochmal kurz speichern und dann geht's los. Die bleiben, wo sie sind. Wow, das ist ja nochmal ein richtiges Aufgebot an. Ah, hier war ich nachlässig, verdammt. Nein, nicht gut. Das ist nicht gut. Ah, da war ich nachlässig. Mist. Mist! Vor allem, weil er halt Rogasch drin hat und... Ah!
Rogosch ist halt leider. Ach, verdammt. Ach, verdammt. Rogosch ist halt einfach stark. Sehr stark. Blöder Rogosch. Mist. Mist, 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 Mist. Hilft aber nichts. Ich muss jetzt schauen, dass ich mir hier was aufbaue. Und. Gut, ich meine, ich werde das schon verteilen. Ja. Wenn ich so. Ich muss nur so lange überleben, bis ich den Ballrock habe. Dann ist gewonnen, aber. Nervig. Gibt's hier irgendwas zum Einnehmen? Hier gab's doch. Oder? Ja, das ging aber schnell. Was gibt's denn hier? Ich dachte, hier gibt's einen Vorposten. Na also! Vorposten, genau das, was ich brauche. Ich glaube, ich hau da einfach mit Katapulten und den Orks weg und gut ist. Oh. Das ist sehr schön. Bild mal gleich aus. Ja, den nehmen wir auch ein. Den brauchen wir ja. Dann ist er wahrscheinlich links. Na gut, soll mir recht sein. Aha, da kommen Bonus-Gasthauseinheiten. Super. Noch ein Gebäude fertig. Jetzt gehört das Gebäude uns. Hier, ja, ist alles so uneben. Na? Okay. Ah, da oben hat's Grabunholde, da unten hat's Grabunholde. Ja, einfach abknallen. Na jetzt aber, kommt schon, Dunkelohrkrieger, ihr werdet doch wohl in der Lage sein, die zu töten. Kann nicht so schwer sein. Das lief gut, sehr schön. Links rum oder rechts rum? Rechts, links, links. Das ist sehr schön. Ich habe halt immer noch Angst, dass Rogosch jetzt gleich kommt. Weil das ist definitiv im Bereich des Möglichen. Dass jetzt gleich Rogosch kommt. Hat der ein Gasthaus? Zerstört ihre Gebäude! Na gut, wir bauen uns jetzt einfach weiter auf und dann und läuft das schon mit der Zeit. Kann ja nicht so schwer sein. Oh oh. Renn, Baumeister, renn. Was haben wir hier? Rogosch. Ist doch ein Troll. Nein, funktioniert leider nicht die Fähigkeit. Ja, auch ein bisschen zu stark. Aber schaut's mal, wie viel Schaden der gegen Rogosch macht. Der hält sich ziemlich wacker hier. Joa, aber es hat schon gut Schaden gemacht. Wenn er jetzt noch mehr Katapulte abbekommt. Oh, ein Katapult noch. Das dann war's. Der stirbt. Ja, Rogosch ist tot. Perfekt. Gut, dann müssten wir das ja eigentlich auch gewonnen haben. Weil ohne Rogosch haben sie eigentlich nichts mehr, was mir gefährlich werden kann. Meine Güte, wirklich, wie vehement er unbedingt hier das Schlachthaus töten will, zerstören will. Komm schon, schieß nochmal, bevor sie nochmal angreifen können. Nein! So knapp. Die Armee ist nie und nimmer groß genug, die ist gerade mal klein genug, damit ich nicht sterbe. So, du rennst ganz runter, baust ein neues Schlachthaus und ihr baut es einfach weiter. Ja, dann kommen wir das Punktelimit. Bei 480 ist natürlich relativ. Meh. Der baut da kein Turm. Was ist denn das? Das ist eine Mühle. Sah aus wie dieses Beschwörerteil. So, das Auge müsste jetzt patrouillieren. Ja, sehr schön. Ah, Baumeister. Töten, 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 töten. Sehr schön, die Mühle auch noch töten, töten, töten. Wenn es so weitergeht, dann mache ich gleich den Switch auf Mastrolle. Ja, das Auge.
Ihr dürft schon dort angreifen, ne? Dieses Gebäude dürft ihr zerstören. Okay, das Auge ist weg. Was hat denn der jetzt noch? Der muss doch tot sein. Kommt schon, Jungs. Der ist doch tot, ist der doch. Da geht er nichts. Der hat doch sicher auch kein Baumeister mehr, oder? Der lebt noch. Irgendwo lebt er noch. Das war nochmal ein Baumeister. Ah, hier. Naja, gut, das schaffen wir schon. Na also, gewonnen! Juhu! Es war einfach. Es war wirklich einfach. Obwohl es noch einfacher hätte sein können. Aber so ein... Der Rogasch war, glaube ich, Stufe 6. Und mein Troll Stufe 5 hat ihm echt Kontra geboten. Das fand ich extrem stark. Also, nicht schlecht. Gut gebalanced, finde ich. Also...